Denn für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1,37. Menschen, die positiv denken, können sogar in den schlimmsten Situationen noch etwas Gutes entdecken. Aber diejenigen, die viele negative Gedanken zulassen, sehen sofort die Probleme und Hindernisse. Hier geht es nicht nur darum, das berühmte Glas halb voll oder halb leer zu sehen, sondern darum, auf Basis unserer positiven oder negativen Gefühle tatsächlich Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass negatives Denken die Dinge überproportional aufbläht? Die Probleme erscheinen dann viel größer und schwerwiegender, als sie in Wirklichkeit sind. Manchmal ist ein Problem vielleicht tatsächlich unmöglich zu lösen, rein menschlich betrachtet. Wer eine negative Sicht hat, vergisst dann, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wenn Sie über Gottes Wort nachdenken, können Sie Ihre negative Sichtweise ablegen und sich neu darauf konzentrieren, wer Gott ist. Wer eine positive Sicht hat, die auf Gottes Wort basiert, weiß, dass bei Gott alles möglich ist. Er ist immer da. Ich habe meinem Verstand beigebracht, Gott und seinem Wort zu vertrauen und dadurch erlebt, welche Kraft ich in Gott habe, wenn ich ihm mehr vertraue als meinen Umständen. Wir dürfen nie vergessen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Gebet: Herr, ich weiß, dass ich mit einer Einstellung, bei der das Glas halb leer ist, nichts gewinnen kann. Ich weiß, dass du da bist, auch wenn etwas unmöglich erscheint. Ich will mit deinem Wort leben und die positive Seite sehen.